Willkommen zum E-Tutorial zur Recherche nach aktuellen Zeitungsartikeln. Bei einer Literatursuche zu einem sehr aktuellen Thema stellt man oft fest, dass darüber nur wenige Aufsätze und meist noch keine Bücher veröffentlicht wurden. Wie gelangt man in so einem Fall trotzdem an relevante Literatur? Für die Bereiche Politologie, Soziologie, aber auch Geografie und Wirtschaftswissenschaften findet man geeignete Beiträge in Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen wie Die Zeit oder Die Welt und Wochenmagazinen wie Der Spiegel oder Focus. Die Datenbank, die solche Quellen nicht nur auswertet, sondern auch den dazugehörigen Volltext zur Verfügung stellt, heißt WISO und wird von der UB über das Datenbank-Infosystem DEBIS angeboten. Dabei ist eine wichtige Einschränkung zu beachten. Nur Universitätsangehörige können dieses Verzeichnis auch von zu Hause aus benutzen. Nicht-Universitätsangehörige können nur von einem Rechner innerhalb der Universitätsbibliothek auf die Datenbank zugreifen. Um zu recherchieren, klickt man auf der Homepage der UB den Reiter Datenbank an und gibt im Suchfeld WISO ein und klickt dann auf Recherche. Nach zwei weiteren Klicks auf WISO und die Internetadresse bei Recherche starten, befindet man sich in der Datenbank. Sobald die Nutzungsbedingungen akzeptiert worden sind, können wir mit der Recherche beginnen. Für die Suche nach Zeitungsartikeln klicken wir links oben auf Presse. Dann geben wir in den Suchschlitz unseren Suchbegriff, zum Beispiel Wasserstoffauto, ein und setzen am Ende des Wortes einen Stern. Mit diesem Sonderzeichen erreichen wir, dass nicht nur nach Wasserstoffauto, sondern gleichzeitig auch nach zum Beispiel dem Plural Wasserstoffautos gesucht wird. Erzielt man mit seiner Recherche ein größeres Suchergebnis wie im vorliegenden Fall, dann ist es sinnvoll, die Suche einzuschränken, indem man einen Haken vor nur im Titel setzt. Dadurch bewirkt man eine Konzentration auf Artikel, die sich schwerpunktmäßig mit Wasserstoffautos beschäftigen, weil der gewünschte Begriff sogar im Titel des Textes vorkommt. Weitere Einschränkungen lassen sich mit Filtern vornehmen. Dazu kann man ein oder mehrere Suchbereiche, wie zum Beispiel Branchen, Personen oder Themen, und darin engere Schlagworte auswählen. Falls das Suchergebnis dadurch zu klein geworden ist, lässt es sich durch einen Klick auf Filter zurücksetzen wieder auf die ursprüngliche Treffermenge zurückführen. Schauen wir uns jetzt einmal die Kurztitel etwas genauer an. Unsere Suchbegriffe sind gelb unterlegt und bei jedem Aufsatz ist angegeben, aus wie vielen Wörtern der hinterlegte Text besteht, der vom Benutzer aufgerufen werden kann. Wie kommt man nun zum eigentlichen Aufsatz? Ganz einfach durch Klicken auf den Kurztitel. Alle Zeitungsberichte sind im gleichen Layout und mit einem einheitlichen Schrifttyp verfügbar. In manchen Fällen, wie im vorliegenden Fall, ist sogar noch ein Ganzseiten-PDF als zusätzliche Ausgabeform vorhanden. Dies ermöglicht einen vorlagegetreuen Blick auf die Originalzeitungsseite, einschließlich der beigefügten Abbildungen. Der gefundene Text lässt sich auch ausdrucken oder abspeichern. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Symbol am oberen rechten Textrand. Zum Schluss noch eine allgemeine Anmerkung zur Datenbank WISO. Über das Pressemodul erhalten Sie den Volltextzugriff auf rund 230 Zeitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anders ausgedrückt, für die Suche nach Zeitungsaufsätzen genügt eine Suche mit deutschen Begriffen. Sollten Sie noch weitere Fragen zur Benutzung von WISO haben, können Sie sich gerne an unsere Online-Auskunft wenden.